Ich weiß von einem Nicht-Muslim, dem seine Arbeit so wichtig war, dass er sich mehrere Wecker gestellt hat, um ja nicht zu spät zur Arbeit zu kommen. Mehrere Wecker an verschiedenen Plätzen. Wenn er den nicht hört, hört er den. Und ich weiß von einem, dass wenn die Schicht um 5 begonnen hat, dass er schon um 4 Uhr im Betrieb war. Er müsste erst um 5 Uhr beginnen, abstempeln. Er war um 4 Uhr da und hat sich in Ruhe umgezogen und hat sich in Ruhe einen Kaffee gemacht und Zeitung gelesen und hat sich mental vorbereitet auf seinen Dienst. Warum? Weil ihm seine Arbeit wichtig war. Er hat sogar auf Filme, auf Fußball, auf Serien verzichtet in der Nacht, hat sie vielleicht aufgenommen, damit er früh schlafen geht, damit er schon um 3 Uhr aufsteht. 2-3 Uhr ist er aufgestanden. Warum? Weil ihm die Arbeit so wichtig ist. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, wie wichtig ist dir das Gebet?